Woran hat dein Vater gearbeitet? Warum interessiert sich plötzlich alle Welt dafür? Was ist so verdammt wichtig, dass Polizeiakten gefälscht werden? Das Wort zum Selbstmord wird. Professionelle Killer tauchen bei dir auf und ich werde mit einem völlig idiotischen Auftrag losgeschickt und von allen Seiten nach Strich und Faden verarscht. Es muss so wichtig sein, dass sie bereit sind, über Leichen zu gehen. Sie werden sich direkt darum kümmern, ob du einen hübschen Hintern hast. Privatdetektiv, ziemlich naiv. Das war er schon immer. Jetzt kommt es noch schlimmer. Der Professor ist tot, Kosemetzki dazu. Die Presse, die nervt, lässt mir keine Ruhe. Das Mädchen auf dem Foto ist Drogenkopier. Er hat die Verbindung zum Untergrund hier. Das ganze Gerede um den toten Professor. Es fördert sie nur mit Lügen pur. Kosemetzki bekam von ihr Heroin. Das bedeutete für ihn den Ruin. Egal, ob gespritzt oder geraucht. Klar ist nur, er hat es gebraucht. Privatdetektiv, ziemlich naiv. Das war er schon immer, jetzt kommt es noch schlimmer. Kosemetzki ist jedenfalls mausetot. Dieses Mädchen, die Kira, die sieht jetzt rot. Er war ihr bester Kumpel gewesen. Das kann man sicher bald in der Zeitung lesen. Um das zu verhindern, bist du jetzt dran. Lösch sie aus, mach sie fertig und steh dein Mann. Egal was war, das Leben geht weiter. Mach deinen Job auf der Karriereleiter. Ich scheiß auf Karriere! Was hat die Brotspinne damit zu tun? Halt's Maul, Dino. Geh auf Monitor, mach den Hautjob. Das ist alles, was wir wollen. Vorerst. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den heutigen Nachrichten. Laut DPA-Pressemeldung hat ein unabhängiger Untersuchungsausschuss Zweifel an der Selbstmordtheorie des am letzten Mittwoch tot aufgefundenen Wissenschaftlers geäußert. Gegengutachter ließen verkünden, dass wichtige Beweismittel wie die Tatwaffe, Munition und wissenschaftliche Dokumente beim Rekonstruieren des angeblichen Selbstmordes unterschlagen wurden. Es wird vermutet, dass bestimmte Personen aus Politik und Wirtschaft ein sehr großes Interesse daran haben, die Forschungsergebnisse einer komplexen Umweltstudie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Professor Dr. Arthur Schönfelder war der führende Kopf eines Wissenschaftlerteams, welches kurz vor der Fertigstellung einer neu entwickelten Umwelttechnologie stand, die, wie er behauptete, alle bisherigen Energieerzeuger ersetzen kann. Seine Forschungsergebnisse und Zusammenarbeit mit internationalen radikalen Umweltorganisationen waren Kritik und Angelpunkt in Politik, Wirtschaft und der Ölindustrie. Wie ebenso von DPA verlautet wurde, glaubt man, dass die Ermordung eines gewissen Ulrich Walter Kosemetzkis im engen Zusammenhang mit dem Tod des Wissenschaftlers steht. Senator, Sie haben es leider nicht geschafft, die Ihnen auferlegten Kontrollbestimmungen einzuhalten. Aus Sicherheitsgründen sehen wir uns bedauerlicherweise gezwungen, Ihr Arbeitsverhältnis bei uns zu kündigen. Leben Sie wohl?